Da sind wir wieder bei Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Wir sind hier in einem Gebiet, wo es... Ja. Was ist das denn? Ernsthaft, ich will dich von vorne sehen. Oh, blödes Ding. Ich darf es nicht von vorne sehen. Okay, ich hab's ja verstanden. Wir suchen jetzt den Schneider. Der liegt in der Richtung links lang. In der Richtung. Mit viel Glück komme ich da nicht rüber. Okay, gut. Gehe ich halt hier ganz normal runter und laufe den normalen Weg. Meine Güte. So. Ernsthaft? Furzt und furzt hier. Sehr lecker. Oh, was haben wir hier? Oh. Ja, da haben wir doch unseren nächsten Geist. Verdammt nochmal, es hat mir hier echt gefallen. Und dann kommst du und machst alles widerlich. Aber wie es aussieht, könnte dein Rucksack eine gemütliche Wohnung abgeben. Und du wirst das kaum verhindern können. Wiffi gefunden. Ja gut, dann könnten wir doch jetzt fast schon die nächsten Aufgaben abschließen, die mir ja eigentlich fehlen. Ja gut, laufe ich hier lang. Ich denke mal, hier werde ich den richtigen Weg finden. Finde ich aber gut, dass ich da jetzt was gefunden habe. Ach, wir haben Winter, deswegen es schneit. Ah. Ja, ich weiß, hier muss ich wahrscheinlich da auch noch Bäume pflanzen. Aber bevor ich jetzt überall Bäume pflanze, spare ich die nämlich. Um herauszufinden, ob es überhaupt was bringt. Und genauso die ganzen Katzen. Denn es bringt ja nichts, wenn ich überall jetzt Bäume pflanze. Sammel, 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 sammel. Und dann bekomme ich dafür keine Geister oder irgendwelche anderweitigen Belohnungen. Ach, ernsthaft? Ich finde, er sollte das automatisch wechseln, gerade wenn man hier sowas kaputt machen möchte. Da haben wir auch die nächste Stadt. Und hier haben wir eine kleine Höhle. Das finde ich auch gut. Gerberei Pfiffeldipp. Okay. Gerberei Pfiffeldipp. Hm. Silbererz gefunden. Bin ja mal neugierig, was jetzt hier uns in der nächsten Stadt erwartet. Aber ich werde auch definitiv, das könnt ihr euch sicher sein, noch zurückgehen. Und die eine Aufgabe noch erfüllen, die Düsternis zu entfernen. Vielleicht gibt es ja dann schon mal einen Geist. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wahrscheinlich einen Geist zu bekommen. Robintoff. Das sieht hier aber mal aus wie eine Stadt. Hier soll der schnell... Ach da. Wolkenfängersegel? Hm, du denkst wirklich, du kannst den Wolkenfänger reparieren? Mein lieber Opa hat die ursprünglichen Wolkenfängersegel für den Wolkenfänger genäht. Er hat mir immer und immer wieder davon erzählt. Mein Opa fehlt mir. Sogar seine Geschichten fehlen mir. Gut, ich mach's. Ich brauche Riesenmottenseide von Mottentempel. Du findest ihn weit im Westen von Bobintoff im Feuerwindtal. Und das ist wo? Boah. Okay. Und hier kann ich scheinbar schlafen, oder was? Sieht jedenfalls aus. Ein Tipp für dich. In Gerberei Pfiffeldipp sind sie an allen interessiert, was mit Kleidung zu tun hat. Lady Beckett, die Alte. Ja, okay, aber dann heißt es doch, du hast bestimmt... Achso. Nur so welche Sachen. Okay. Ja. Halt, warte mal.
Habe ich da das richtig gesehen? Du hast eine Sonnenbrille? Oh, Tatsache. 94% Rabatt. Na, da schlage ich doch mal zu. 29 Stück. Dann nehme ich 29 Stöcker. Zack, und dann habe ich meine zweite Sonnenbrille für die Aufgabe. So. Vorne ist auch noch ein Händler. Genau hier. Hat aber auch nichts Interessantes. Und du bist wieder einer, mit dem ich basteln kann. Aus zwei Tierhäuten können wir ein Leder machen. Okay, das will ich jetzt zurzeit auch noch nicht. Ich glaube, hier komme ich runter in diese Höhle. Ist jetzt so meine grobe Vermutung. Warum leuchtet das da oben so hell? Vielleicht auch gerade oben was Helles leuchten sehen. Achso. Psst. Ja, du. Du mit diesen Klamotten. Lass uns reden. Ich kann dich in einer schickeren Version von dir selbst machen. Warte, erstmal möchte ich hier aber das einsammeln. Ich möchte ein paar Bäumchen pflanzen. Und das möchte ich auch alles einsammeln. Ich bin Hipsperius, die modische Vogelscheuche in ganz Gimea. Glaub mir, ich bin mega cool, Baby. Ich muss diesen furchtbaren Klamotten loswerden. Die ruinieren meinen Ruf, also los. Schreckliche Jahreszeit, Winter. Im Winter ist es fast unmöglich, schick und warm zugleich zu sein. Leichte Schichten, Futter und süße Accessoires, das braucht es im Winter. Aber Vorsicht, niemand will aussehen wie ein ausgestopfter Fabbit. Bring mir Ohrenschützer, einen Pelzmantel und einen Winterrock. Was? Du hast sie doch nicht mehr alle. Kannst mich mal. Nicht jetzt. Ich werde jetzt hier in den Norden rennen. Und werde die eine Aufgabe da erfüllen, die ich noch erfüllen wollte. Ist das nicht schon wieder Kari? Fabbits mögen Kräuter wirklich sehr. Die begegnen mir überall, oder? Für den Meisterwitz, den sie da sucht, der ist echt viel unterwegs. So gut, also, wir gehen jetzt in die liebe nette Richtung hier. Ich gehe mal kurz zu meinem Hof, da habe ich ein bisschen was an Milch, die ich verkaufen kann. Oh, Hofbewertung ist gut. Sauberkeit ist gut. Oh, das passt doch. Kann ich hier irgendwas holen? Ernten, 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 ernten. Eine Rotbeere bekommen. Okay, gut. Ne, die Bäume kann ich nur fällen. Halt. Wieso kann ich hier nicht ernten? Naja. Nun gut. Dann gehen wir mal hier rein. Zack. Und schauen mal, was wir da haben. Wow. Da habe ich einiges bekommen. Das war wirklich... Puh, das war einiges. Im Winter sieht das hier nochmal bei weitem, ich sag jetzt mal, interessanter aus. So, wo muss ich denn hin? Ich muss da hoch, ne? Ich muss das letzte bisschen da jetzt noch entfernen und ich hoffe irgendwann mal zwischendurch... Ah, hier, guck mal, hier fehlt ein Baum. Sechs sind noch übrig. Mal von der Katze abgesehen, die mir fehlt, ne? Ah, da weiß ich ja, wo ich die jetzt bekomme. So. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wo ich die letzten paar Bäume finden soll. Warum ich jetzt hier oben eine Möwe höre, wobei wir uns gar nicht... Ja gut. Ja doch. Komm, eigentlich passt es ja schon. Wir sind ja doch in einer gewissen Weise in der Nähe von dem Meer. Tak, 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 tak. Danke.
Und jetzt gehen wir nach oben und werden die letzte Düsternis hier in diesem Gebiet entfernen. So, jedenfalls meine Hoffnung. Die letzte Katze finden. Zwar nicht den letzten Baum, aber vielleicht finde ich da auch noch die letzten 6 Bäumchen. Nein. Ich wollte jetzt keinen Squirmel mir holen. Ich dachte eigentlich eben gerade, das wäre was zum Einsammeln gewesen. Aber guck mal, was wir hier für schöne Bäume haben. Wer ist das denn? Wo kommst du denn her? Du bist auch neu, oder? Gib mir 5 Fisch und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Ja, Dipfisch, komm. Oh gut, habe ich eine Münze aus dem alten Königreich bekommen. Okay, gut. Ja, kann man machen. Einfach eine Münze aus dem alten Königreich, gut. Zack, das sammeln wir alles ein. Aber hier zwischen ist nur ein Stein. Also hier ist auch nicht so wirklich das, was ich suche. Nämlich ein Bäumelein. Ne, ist auch kein Baum. Auch keiner. Nein. Ich denke mal, oben werde ich einen finden, definitiv. Problem ist bloß, hier komme ich so nicht hoch, oder? Ah doch, hier komme ich hoch. Wunderbar. Okay, gerade ob hier noch unterwegs irgendwo einer ist, aber nein, auch nicht. Ja. Damit ist die gesamte Düsternis hier aus diesem Bereich entfernt. Gut gemacht. Es gibt nicht mehr als ein gut gemacht. Ernsthaft? Das ist die Belohnung dafür? Wollt ihr mich jetzt echt auf den Arm nehmen? Die wollen mich ja jetzt gerade echt verarschen, oder? Jetzt der schlechteste Scherz ever, Leute. Der Scherz ist ganz, ganz böse nach hinten losgegangen. Nein, du sollst da hoch. Stopp. Oh, komm. Komme ich denn darauf überhaupt? Oder ist es gar nicht gewollt, dass ich darauf komme? Da unten ist die Stadt. Und da hoch darf ich, glaube ich, nicht, ne? Ah, doch, da hoch darf ich. Grünes Feuer. Super. Darf ich jetzt hier hoch oder nicht? Weil irgendwo muss ja die letzte Katze sein. Jetzt dachte ich, da ist die letzte Katze, aber nein, da ist er auch nicht. So, gucken wir mal. Also, meine Tierschichtung. Mein Hof, 93% der Aufgaben und 96% der Bäume. Ja, aber wo sind denn jetzt die letzten Bäume? Kann mir das jemand sagen, wo die sind? Nee, ne? Weil hat ja keiner mitverfolgt. Welche Bäume hat er jetzt gepflanzt? Welche hat er abgehakt, ne? Geil, Tro. Geil. Hast du gut mitgedacht. Hast du gut gemacht, Tro. Hast du wirklich gut gemacht. Und Aufgaben ist klar, dass da noch eine fehlt. Nämlich die mit dem Schneider. Dass uns eine Katze fehlt, ist auch soweit bewusst. Aber gut, wo sind die Bäume? Wahrscheinlich irgendwo drunter versteckt oder so. Ich weiß es nicht. Aber es hat mir nichts gebracht. Was seid ihr denn? Achso. Oh, die haben gerade so schön geleuchtet. Ich dachte gerade, boah, geil. Dabei leuchten die alle so schön.
Das Leuchten haben sie jedenfalls richtig gut hinbekommen, selbst wenn es ein bisschen übertrieben ist und man es dann wirklich gar nicht übersehen kann. Aber ne, hier ist auch nichts. Gibt's nicht. Ich muss doch hier irgendwo was finden. Nix, gar nichts. Nee, nee, nix, nix. Nicht ein bisschen, liebe Leute. Nicht ein bisschen. Oh, Mann. Das ärgert mich schon wieder. Hier bin ich jetzt halt in dem anderen Gebiet, deswegen brauche ich jetzt hier keine Bäumchen pflanzen. Bringe ich jetzt hier mal wieder runter. Oder kommen die Bäume erst mit der Winterzeit und Sommerzeit und Frühlingszeit oder wie ist das hier gedacht? Ich meine, ich laufe hier überall lang und suche und suche und suche und dann finde ich halt nichts, ne? Gut, ich könnte in dem Dorf noch gucken. Das mache ich immer sehr selten, dass hier irgendwas sein könnte. Aber auch hier jetzt so auf Anhieb finde ich erstmal nichts. Und ich schnell weiterhin in ihren kurzen Klamotten. Nein, du hast nichts und du hast auch nichts. Merrick. Ich hörte, die Vorräte am Erzwahn in Cinderton sind komplett aufgebraucht. Ja gut, aber wie komme ich denn dazu, dass du mich wieder zum Schlafen schickst? Hier oben ist auch nichts. Hier ist überall nichts. Nix, nothing, nada, niente. Es ärgert mich gerade richtig, 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 richtig. Ich denke immer hier an diesen Leuchtdingern irgendwas vielleicht oder so. Hier zwischen vielleicht. Aber nö, hier ist nirgendwo was. Ja gut, die könnten noch auf irgendwelchen Teilen draufstehen oder drauf liegen, wie auch immer man das nennen möchte. Sich plattwalzen. Keine Ahnung. Aber ich finde hier nichts. Nee. Dann, liebe Leute, ja, gehe ich mal zurück Richtung meinem Hof und werde mir den Hof machen. Irgendwann werde ich vielleicht die Bäume noch finden. Vielleicht wisst ihr auch, wo die letzte Katze ist. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz, 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 ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss, tschüss.